Tun ist was für Anwälte. Ja, ich glaube so, also die steht da einfach nur blöd rum. Wenn wir jetzt schon sterben, wäre schon nice. Können wir springen oder so? Jo, ich will springen. Ich weiß noch nicht warum. Ich kann hier irgendwas. Ah ja, okay, cool. Das habe ich dann jetzt auch verstanden. Okay, klasse. Das haben wir verstanden. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Profis am Start hier. Klasse. So. Lass mal gucken, was es hier Schönes gibt. Komm, da gehen wir einfach drunter durch. Gehört der. Ah ja, okay. Ist kein Thema. Guckst du mal hier. Ja, kletter doch runter. Komm. Wir werden beobachtet. Ja. Oh, was passiert gleich? Geil. Wie gut das aussieht alles. Okay, das Ding können wir auf jeden Fall bewegen. Können wir hier rein? Natürlich nicht. So, und zwar müssen wir, ach so, die Leiter irgendwie uns runterholen, ne? Ist das richtig? Aber ich kann meinen Stick jetzt hier ja auch nicht benutzen. Oh, Junge. Warte mal. Also da kann ich wieder hoch. Ah, warte mal. Wo kann ich mir das Ding ja hinschubseln eigentlich? Schieben. Ja, halt mal feste. Oh, das macht sogar Spuren. Ich muss jetzt, welche Richtung? Wo muss ich denn hin? Hier müssten wir hin, ne? Oh, das ist aber auch. Bluten wir schon oder warum? Was ist hier los? Hä? Alter, okay, also ich komme mit der Steuerung gerade überhaupt nicht klar. Warum? Wie kann ich das denn? Alter. Ich drehe mir ja gerade einen Ast und ich will doch nur, ich möchte doch einfach nur das da hinstellen irgendwo. Reicht es nicht einfach? Okay, ich stelle es hier hin. Okay, cool. Ich stelle es auch nicht dahin. Ich krieg's nicht hin, Alter. Was ist los? Junge! Alter, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Nee, komm. Ich wollte auf die andere Seite. Ja, cool. Vielleicht gehe ich das ja so hoch. Ja, kletter doch hoch. Junge! Alter. Was ist denn mit der Steuerung hier? Hör mal. Ja, ich drücke. Drücke immer noch. Danke. Da komme ich nicht mal weiter. Oh, ich gehe kaputt. Ich muss das Ding darüber jetzt aber kriegen, aber ich weiß gerade nicht so richtig wie. Ich habe das nicht mal. Ich habe das mit Ach und Krach reingestellt gekriegt. Ja, lauf doch weiter, komm. Nee, willst du mich ver. Ich mag dich nicht. Kommt da jetzt nicht mehr runter? Warum nicht? Könntest du bitte einfach springen? Spring einfach. What the fuck? Was ist mit dir, hör mal? Was ist denn da los? Danke.
Ich muss das Ding auf die andere Seite kriechen. Okay, wie kriege ich das irgendwie? Ich schaffe das. Das ist kein Problem. Ich ziehe mir das jetzt einfach. Ich gammel. Wieso denn? Ich krieg das da nicht hin jetzt so. So vielleicht. Ja, wir kriegen das jetzt. Das ist kein Problem. Wir schaffen das. Alter. Ich verstehe die Steuerung hier nicht. Ups. Wie kriege ich denn? Alter, ich weiß nicht, was der hier macht. Könntest du. Ich hätte. Ich, oh, Alter, ich kriege hier gleich das Kotzen. Sie sehen. Ja! Ich krieg das Ding nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hier rübergesteuert kriege. Das ist so kompliziert. Junge! Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du. Alter, das darfst du niemandem erzählen, was ich hier tue. Holy moly. Es ist un. Junge. Mir schwitzen die Hände, das gibt's nicht. Alter, Vater. Ja, Mann. Cool. Das war jetzt aber eine Geburt, sag ich dir, du. Okay. This should work. Mark, alles gut da drin? Bin gleich wieder da. Ich muss die Wichse jetzt wieder zurückschubseln. Willst du mit? Nee, komm. Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel so ein Abfuck ist. Die anderen, ich verstehe es auch nicht. Also ich muss ehrlich zugeben, mich nervt das. Also die Interaktion, das ist. Du hast viel, viel mehr Interaktion als bei den alten Games. Das ist definitiv. Also diese Steuerung, ganz ehrlich, mir geht das gerade richtig auf den Sack. Die Interaktionen sind teilweise auch viel zu viel. Du weißt nicht, was du wo wie drücken musst. Denn du hast ja ganz andere Tastenbelegungen, ja, als sonst. Und es ist einfach so buggy. Also, nee. Weiß ich nicht. Das ist. Kalifi, ein wunderschön. Was mache ich? Aber du bist mehr am Fluchen als bei dir. Ja. Fluchen kann ich. Ja, kletter doch bitte einfach. Ich verstehe halt manche Sachen einfach. Mit dem Foto. Warum? Wofür kann ich die Fotos machen? Das ist nicht ganz verstanden. Jetzt springt doch einfach. Bringt er nicht. Jetzt. Es ist einfach schwierig. Es ist einfach so kompliziert. Weil du musst in einen Raum, um den Schlüssel zu holen, um einen anderen Raum aufzuschließen, aber du kommst in diesen Raum auch nicht rein, weil der auch verschlossen ist. Hä? Steht ja was ich meine? Es ist alles ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Ich. Könntest du bitte einfach die Leiter runtergehen? Ich glaube, ich muss definitiv auf einem Update warten, bis die da noch ein bisschen was gefixt haben. Weil das ist. Ist schon schwierig. Ist schon schwierig jetzt gerade aktuell. So. Ich weiß es nicht. Ich werde, dass ich nicht gut bin in solchen Spielen, das wissen wir, aber also so schlecht, also gerade bei der Reihe bin ich eigentlich nicht. Ja, du mich auch. Aber du drückst teilweise das und es passiert gar nichts. Absolut nichts. Also die Steuerung ist, finde ich, ist sehr fragwürdig gerade aktuell. Ah ja, guck mal, jetzt ist der Schlüssel hier. Ja, wir haben den Schlüssel gefunden, Freunde. Es ist schon, ja, super, ich habe einen Balkonschlüssel. Wehe, ich Ach. muss den Weg zurück.
muss den Weg wieder zurück. Nein, ich muss den Weg natürlich nicht zurück. Ach, aber bei anderen Spielen geht der Controller. Ja, natürlich. Das liegt nicht am Controller. Du blöde Kuh, du stehst da einfach nur rum und machst nichts hier. Ich hasse dich. Du bist Kacke. Jetzt muss ich den Schlüssel wieder extra auswählen. Also die haben eigentlich versucht, jede Taste von dem Pad einzubinden. Wow. Komm schon. So hoch ist es jetzt auch nicht. Meine Höhenangst sagt was anderes. Ach, Mimimu. Was macht sie jetzt? Dachte, wir hätten es eilig. Stimmt. Aber wenn ich scheiße aussehe, müssen wir es neu drehen. Es gibt Photoshop, hör auf drum zu heulen. So, warte mal, die steht da. Hier, lass mal klotzen. Guck mal. Guck mal. Kate, sieh mal hier. Guck mal. Das ist sein Hut. Genau. Das geht das auch nicht? Warum geht denn das nicht? Müsste aber gehen. Fuck! Alles okay? Nein! Ich. Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? Weiß ich nicht, hab mich erschrocken. Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ihn. Echt, jetzt bin ich umsonst darum, hier weil er eine blöde Kuh. House of Wicks. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus. Gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Mimimu. Nee, ja, nee, nee, nee. Wir anderen sind es leid, euch streiten zu sehen. Ich bin die Streitereien auch leid. Er ist nur neidisch. Neidisch? Ja, ihm gefällt nicht, dass ich in Talkshows eingeladen werde. Du meinst eine Talkshow? Verstörende Puppenteil, was? Ich meine, mich sehen die Leute auf dem Bildschirm. Also wollen sie mit mir reden. Und das hasst er. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Charlie denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug. So ein Arschloch. Na, echt mal. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Oh ja, komm jetzt. Ich schätze... Wir hören mal rum. Ich dachte, wir gehen gemeinsam, als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Das war erwarte nicht. Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Deine umwerfende Darbietung gibt die Nachrichten auf und werde Schauspielerin. Ich war tief berührt. Fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich hab genug gehört. Danke, ich weiß, wie Verrat klingt. Von dir bin ich besonders enttäuscht, Mark. Ach, Mimimu. Egal, wie deine Zukunftspläne aussehen, noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Und die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis, klar? Also benimm dich auch so.
Toll. Zufrieden? Du hast eine Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Oh. Der Mann ist ein scheiß Kleinkind. Und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Ach doch, das KPG geht doch. Okay. Dachte schon, das geht. Du hast dir das neue Video angeschaut. Ach Gott, ich weiß auch nicht, welches ich hochgeladen habe. Ne? Was ist denn das mit diesen Puppen? Alter, ich fühle mich langsam echt verfolgt, Thomas. Ach, Bramble. Oh, das ist so süß, ne? Hey Leute. Geil, peinliches Schweigen. Wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Entspannt euch alle. Wir sind gerade erst gekommen. Gebt ihm etwas Zeit. Er ist der Gastgeber. Ich habe hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Ach, Mr. Dumet, Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch Dumet? Recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich habe ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Ein Mädchen war bei ihm. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht habe. Wieder mal ein perfekter Plan von Charles Lonnet. Und was jetzt, Boss? Schwimmen wir zurück? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumet? Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, Gott, Jamie. Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, oh. Bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Nö. So, warte mal. Katze, nimm mal deinen Pops weg. Doch, ich habe eine tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauch gerade eine. Guck. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also, was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Der Plan? Wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen, bis die Deadline naht und wir panisch... irgendeinen Scheiß zusammenschustern und ich die Sache durch mein Voice-Over rette. Na, holla. Tja, trinken wir darauf, dass Topeka nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Oh ja. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran.
Oh, und zu Schleimi, Schleimi. Ist unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Mhm. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Okay. Er hat uns sowas von gehört. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an? Der hat keinen Bock, oder ist eingepennt. Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Genau. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, so dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei, oder Leute? Fantastisch, das höre ich gern. Sollte nicht lange dauern. Toll. 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 Ajo. Oh, klasse. Junge, hier fliegen halt die Trophäen rein. Ist ja unglaublich. Und die... Oh, er hat die Mütze geklaut. Er hat seine Mütze geklaut. Und die Brille. Ich glaube, ich mag das nicht. Hält da jemand rum? Hallo? Hallo? Leute? Seid ihr das? Clever eigentlich, ne?